Also ich heiße Julia Baus, komme von einer anderen Gemeinschaft, die heißt Schloss Blumenthal, 2 Stunden von hier, und es ist quasi wie eine Schwestergemeinschaft. Wir sind verbunden und ich finde es sehr schön, dass ich hier auch am Earthship quasi viel lernen kann. Deswegen bin ich hier. Und mir ist der Gedanke, was zu verändern in der Welt, auch sehr wichtig. Wenn ich was umbaue oder umgestalte, also was Altes neu mache und schöner mache, ist es, dann kann ich meinen Körper auspowern und ich habe da auch ganz viel Spaß dran. Aber ich merke trotzdem auch, dass es energetisch dem Haus ganz was Gutes tut oder verändert, wenn ich das Alte runterkratze, auch die alten, ekligen Baumaterialien und neue nehme und dann eine neue Energie reinbringe. Also das passt schon auf vielen Ebenen. Das fühlt sich anders an, wenn man ein Haus liebt und denkt, oh, du gibst mir ein Zuhause und jetzt mache ich dich schön. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, vielleicht echt aus dem Herzen, dass du siehst, das stimmt so nicht, das fühlt sich nicht richtig an. In eine Woche ein Haus hochzuziehen und die alle gleich aussehen, die keine Seele haben. Entweder du spürst das oder du spürst das nicht. Woher das kommt, ich weiß es nicht. Oder wie auf der Baustelle da drüben, dass lauter junge Leute, die echt Spaß haben, die sich unterhalten, umsonst gerne mit lauter Musik ein Haus zusammenbauen. Das ist ein ganz anderer Spirit. Der ist einfach so wunderschön. Ich glaube so, wenn man es nicht erlebt hat, dann weißt du nicht, was du vermisst. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es so. Gemeinsam in einem Dorf dem Nachbarn ein Haus gebaut hast, dann hast du dich nicht dein Leben lang versklavt, der Bank das Geld abzuzahlen. So machen wir Deutschen das ja. Das ist so ein Lebenswerk, so ein Haus. Und das sollte es eigentlich nicht sein, weil du bist dann gebunden an Verpflichtungen, die eigentlich sollte so ein Haus ja zu Hause und Freiheit geben. Und vielleicht, wenn wir da wieder hinkommen könnten, dass wir so gemeinsam, dass wir sehen, so wie da drüben, wie das da drüben ist, wir bauen gemeinsam zusammen für jemanden ein Haus und dann für den nächsten. Das vielleicht auch nicht so groß und so schick sein muss. Und dann trifft man sich halt auf Plätzen und dann vereinsamt man vielleicht nicht so viel. Ich glaube, da gibt es schon echt tolle Möglichkeiten.